Ich weiß es schon gar nicht mehr. Alte Familienporträts. Laura hat sie abgenommen, als sie hier eingezogen ist. Wir wollten sie restaurieren lassen, aber dazu ist es nie gekommen. Mrs. Dalton kümmert sich zweimal im Jahr um die Instandhaltung. Ich rühre den Wagen nicht an. Es müssen bei so einer Karre, die abgedeckt in der Garage steht, zweimal im Jahr instand gehalten werden. Spaßeshalber Reifen wechseln oder was? Sommerreifen für den Sommer, Winterreifen für den Motorlose Winter. Ziele gebaut. Er steht seit Jahren leer. Telefon, können wir vielleicht telefonieren? Ich muss jetzt nicht telefonieren. Schade, schön wär's. Aquarelle. Ah, das könnte vielleicht sein. Der Timmons Park. Laura war gerne dort. Vielleicht ein guter Ausgangspunkt für eine weitere Erinnerungssitzung heute. An einem trostlosen Wochentag wie heute ist dort bestimmt nicht viel los. Ja, oder? Laura's Gemälde vom Timmons Park. Laura's Gemälde vom... Okay, dann gucken wir mal, ob wir an Timmons Park kommen. Timme! Ach nee, M wie Map. Timme! Schau mal, Mami, ein Monster. Ey. Psst, Liebling. Im Park finden heute keine Veranstaltungen statt. Gut, dann wird dort nicht viel los sein. Eingangsbereich müssen wir bestimmt nicht mehr zurück. Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Ich sollte etwas Ey, anderes guck versuchen. mir so. Diese Schnitzereien sagen mir nichts und bringen mich mit Laura nicht weiter. Diese Schnitzereien. Ach, O'Neill. Lol. Den Baum angucken. Team 8. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Aber da wird es doch bestimmt irgendwo eine Schnitzerei geben, wo er einen Flashback kriegt. Laura und David. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Der arme Baum, der hat auch Gefühle.
Viel war es ja nicht. Laura hat diesen Brunnen geliebt. Wir haben stundenlang auf dieser Bank gesessen. Laura war die einzige Person, die mich dazu gebracht hat, auch mal abzuschalten. Müssen wir die Bienen jetzt verscheuchen? Ach nee, wir können gar nicht mit denen interagieren. Spielplatz Pflasterweg. Oh mein Gott. Wir saßen immer gerne auf dieser Bank und haben dem Rauschen des Flusses gelauscht. Jetzt ist Laura weg und der Fluss auch. Der Fluss ist im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Aber das ist der ursprüngliche Fluss. Hier hat keiner was dran getan. Dann war es kein Fluss, dann war es bestenfalls eine Bar. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass dieses Wäldchen so dicht war. Ach so, das sagt er bei Ich den Bäumen. erinnere Okay. Und dort hinten gibt es Geistererscheinungen. Gott, wer bist du denn? Ich darf nicht mit dir reden? Das ist ein Gardinienstrauch. Laura würde sich eine Blume ins Haar stecken, wenn sie jetzt hier wäre. Aber leider trägt dieser Strauch keine Blüten. Blühende Gardinien. Laura würde sich jetzt eine Blume. Rosengarten? Der kann auch nicht lange hier sein. Ich erinnere mich nicht daran. Ein Eisverkäufer. Laura mochte am liebsten Eis mit Orangengeschmack. Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Ist mit ihm nicht in Ordnung? Das kleine Mädchen hat mich Monster genannt. Grausam ehrlich, dieses Kind. Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt hat. Wahrscheinlich kann man gar nicht jung genug für Kunst sein. Ich habe nie verstanden. Äpfel. Sie mochte gern Orangengeschmack. Vielleicht braucht man die Info ja noch.
Das war jetzt gerade so bloß so beiläufig irgendwie. Aber er will sich ja dann wieder auf alle möglichen Sachen stimulieren. Bote. Laura ist gerne raus auf den See gefahren, aber ich bin noch nicht so weit. Das Wasser ist heute ruhig. £3 die Stunde. Lukratives Geschäft. Hier kann man ein Boot mieten. Ich erkenne ihn wieder. Er ist schon seit Jahren hier im Park. Das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Oder ging es nur darum, Eindrücke zu sammeln, die wir dann in unserem Wassertank rekonstruieren können? Also wir hätten die Erinnerung an den See und die Boote. Das wäre sehen. Riechen? Wirklich viel riechen kannst du hier nicht. Schmecken dieses Orangeneis. Hören den mit der Ziehharmonika. Und fühlen, ja, was wirst du da fühlen? Das ist halt alles ein bisschen dünner, wenn wir das rekonstruieren wollen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir hier noch Sachen herkriegen können. Ich gucke mal kurz auf die Map, wenn er mal stehen bleiben würde. Timmy's Park. Also hier haben wir noch irgendwas zu machen. Der ist noch nicht grau. Oh. Stehen die wieder draußen. War vielleicht nicht so intelligent. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas gemacht habe, was ich nicht hätte machen dürfen. Ich erinnere mich zwar noch an den Park, aber ganz genau habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Wohin soll ich gehen? Der Hauptweg ist da entlang. Ich erinnere mich zwar noch an den Park, aber ganz genau habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Wohin soll ich gehen? Dieser Weg führt zum See. Wir waren beim Bootshaus. Wir waren beim Brunnen. Was mich halt sehr verwundert ist, dass dort unten ein Apfel lag, mit dem wir nichts machen konnten. Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere.